So, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer neuen Runde im Global Master Desert Contest. Zwei Chefs, vier Rounds, Cuisine Desert House und wir müssen von allem alles haben. Das ist schön. So, join now. Und, okay, Switch Chefs. Ich hätte gerne dabei eigentlich die beiden Delacroix-Schwestern. Enter Contest. Und die andere. Halt, halt, halt. Ach, da unten steht übrigens auch der Name. Shotana Cooper. Nee. Ella Chevalier. Nee. Nee. Amor bestimmt nicht. Susan Long. Rue King. Es wird wohl auf Paul Long. Okay, wir nehmen mit diese hier, glaube ich. Ja, die nehmen wir mit. Einfach in der Hoffnung, dass die andere Sachen echt gut kann. Kann auch sein, dass ich mich jetzt richtig daneben gelegt habe mit meiner Einschätzung, aber mal gucken. Okay, 65. Chocolate Pecan Pie, ja. Okay, 65. Und was kann die andere? Ja, ich glaube, ich habe mich tierisch auf den Arsch gelegt mit der Auswahl, aber egal. So, Chocolate Pecan Pie wird's. Ich hoffe, dass der Wettbewerb hier nicht allzu hart wird. Okay, es geht nicht mit Escape oder sowas ausgehen. Aber wir schauen mal. So. Natürlich. So, eigentlich habe ich die Lautstärke auch runtergestellt. Okay, das sah für mich irgendwie gleich aus gerade. Yes! 3%. Check, 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 ja. Grauenvolles Spiel, wirklich. Ganz, ganz grauenvoll. Yes! Oh, der wäre sogar gut gekommen. Naja, 69. Okay. Wir haben keine Chance, wenn es so weitergeht. Okay, 83. Pineapple Sorbet. Ich glaube, sie kann wieder gar nichts kochen, wa? Nee, ich habe die absolut falsche mitgenommen. Ich bleppo. Naja, gut. So, die 83. Damit holen wir erstmal wieder ein bisschen auf. Ich hoffe, dass wir so an die 87 noch kommen. Yeah! C. Yeah! Wow, zweimal hintereinander. So, 87 schon. Ah, schade. Fast dreimal hintereinander geschafft. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Zeit für die Minispiele. So, da, 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 da. 89, komm schon. 90 noch. Ja, komm. Schaffen wir, das schaffen wir. Yes, eine 90. Sehr geil. Ja, der wäre auch daneben gegangen. Yeah. Knappe Führung. 2 Punkte, beziehungsweise 7 Punkte. Any Desert House Pudding. So, kannst du irgendwas davon kochen? Natürlich nicht. Fehlbesetzung 62. Ja, wir sind am Arsch. Wir sind wirklich richtig am Arsch jetzt. So, jetzt verlieren wir wieder alles, was wir in der Runde davor rausgeholt haben. Ich hoffe, dass man das wiederholen kann. Jo, läuft. Naja, wie gesagt, das ist alles hier nur Tropfen auf einen heißen Stein, damit wir nicht allzu viel verlieren. Oder allzu viel Rückstand haben. Boah, 38, sehr geil. 70.
Also ich muss sagen, mit 70 wäre ich sogar zufrieden am Ende. Da verlieren wir, glaube ich, nicht allzu viele Punkte auf den Rest. So. Okay, haben wir das wieder aus dem Kühlschrank raus. Ich weiß gar nicht, warum wir ihre Schwester nicht mitnehmen könnten. Konnten. Die waren eigentlich ein gutes Team. So, wer kocht denn hier noch? Der andere Typ wahrscheinlich, wa? Ah, oh. Man kann es doch nicht beschleunigen. Tut mir leid. Ah, 3 Punkte hinter. Oh, das ist aber mein enges Ding jetzt. So, please, please. Ah, bitte, 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 bitte. Irgendein gutes Rezept. Ja, okay, 72. Oh, das wird ganz, ganz eng, meine Damen und Herren. Das wird ganz, ganz eng am Ende. Ah, oh nein! Ah, oh, das sieht immer alles gleich aus, die Muscheln und das Hähnchen. Okay, 1%. Komm schon. Yeah! Boah, perfekt. 36. Muscheln, Hähnchen, das. Fleisch, Fleisch, Brunz. Okay, 78%. Oh Gott, wird das eng. Also, wie gesagt, wir hatten, glaube ich, 3 Punkte Rückstand, 2 Punkte Rückstand. Mit 78. Das könnte auf vielleicht so 1-2 Punkte Unterschied am Ende rauskommen. Okay. Kochen wir alle das gleiche oder was? Kann ich echt die Kamera drehen? Ja. Yes, wir gewinnen. Oh! Alter Schwede. Okay, geteilter Sieg mit den Sweet Greens und die Brown Cookies haben einfach mal in der letzten Kategorie oder in der letzten Runde Platz 1 hergeschenkt und sind letzter geworden. Alter, 308, 308, 306. Das war mal eine geile Kochwettbewerbssendung hier. Kongratulation, ja, First Place Sweet Success Obvious. So, Rice Pudding kriegen wir. 50.000 und... Alter, Star Chef Ranking 5, krass. 24 sind wir jetzt mit Julia Delacroix. Mir ist übrigens auch aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob ich es hier gezeigt habe oder ob ich es nur quasi mir selber angeguckt hatte, als ich quasi die Zeit so ein bisschen vorgespult habe. Im Star Chef Ranking, wir waren ja ewig Erster. Wir sind nur noch 14. oder sowas. Ja, wir sind auf jeden Fall tierisch abgekackt nach unten. Also, Rü King ist jetzt unsere Nummer 1 mit dem 5. Platz. Winner of Global Master Dessert Contest. Wir haben gewonnen den World Master Encounter. Dann haben wir noch dabei Thibaut Moreau. Der hat noch nichts gewonnen. Klaus Hoffmann hat auch noch nichts gewonnen. Honor Dupont, den habe ich eingestellt. Julia Delacroix hat schon den Global Master Desert Contest und International Desert Contest gewonnen. Sehr gut. Ja, Leonardo Varisi hat nichts gewonnen und mehr haben wir nicht. Gut. Weil es so schön war, machen wir gleich noch einen. The Greater Parisian Championship. Ein Chef, 2 Rounds, Cuisine French. Any French Main Course und Eggplant Zucchini, Red Pepper und Parmesan. Gucken wir einfach. Okay, Fred Eggman muss wieder joinen, also haben wir wieder keine Auswahl. Alles klar. Fred Eggman. So, wir hätten auf jeden Fall wieder genug. Alter Schwede, 92. Und das ist noch kein Siegerrezept. Ja, gut. Dann wissen wir, was wir nehmen. Und ich glaube, damit haben wir dann auch den Cooking Contest schon gewonnen. Mal gucken, ob ich jetzt auf 100 kommen kann. Also 100 ist ja das Maximum, was man erreichen kann. Schon bei 96. Okay, der ist richtig weg. 97. Okay, das schaffen wir nicht mehr. 97. Alter, ich brauche fast gar nicht mehr antreten. In der zweiten Runde. Ja. Gut, wir haben jetzt natürlich keine Auswahl, was wir nehmen. Gut,
Das können wir auch noch hervorragend kochen. Also ist ja unfassbar. Also hier auch nochmal 80 Punkte. Ja, das wird ein sehr, sehr souveräner Sieg, den wir hier einfahren. Mit Fred Ackmann. Ich brauche diese Minigames eigentlich gar nicht machen. Ach, schon wieder hinten. Mann, Mann, Mann. Also das mit diesem komischen Teil ist wirklich einfach nur Glück. So, und A, B, C, D, E, F. Schauen wir noch eins? Ja. 86. Oh. 87. Sehr schön. Was hat er denn rausgeholt? Ein Glas? Alter Schwede. 69 Punkte Vorsprung bei 2 Runden. Das war nicht so die Konkurrenzveranstaltung hier. Artischock, Krebs, Wiss, irgendwas. Und Platz 50, sehr gut. Also wir haben 2 Rezepte bekommen. Ja, Artischocks Krebs wird wahrscheinlich hier sein, genau. Okay, wir haben 2 verschiedene Artischocken. Ach du Scheiße. Ich hätte mir das mal aufschreiben sollen, nicht Depp. Okay, also Artischocks sind doppelt. Hier gibt es aber irgendwo noch was mit Artischocken, glaube ich. Was hier? Aspargus. Oh. Hat hier irgendjemand Artischocks bestellt? Ach, hier haben wir sogar... Ah, oh, okay, wir haben es sogar schon gemacht. Alles klar. Gut, das haben wir. Dann packen wir das noch ganz kurz auf die Karte. Nee, da ist nicht die Karte. Hier ist die Karte. Jut, hier. Jut, die Auswahl ist nicht schwer, was rausfliegt. Nämlich diesen Wiegen oder Wiel und Bacon Roulade, die fliegt raus. Sehr geiles Rezept hier übrigens. Wheel and Bacon Roulade. So, gut. Und was haben wir davor gewonnen? Ach, was war denn das andere Rezept, was wir gewonnen hatten? In dem Desert Contest. War hier irgendwas? Okay. Nö. Nö. Da war's. Rice Pudding, stimmt. Es war der Rice Pudding. Egg, Milk, Nutmeg and Raisin. So, kommt auf eine 56. Und dann müssen wir kurz noch ins I Heart Cake. So, da sind's 6er. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ist aber zu schlecht, der Race Pudding. Gut, sehr schön. Dann haben wir alles Neue schon gemacht. Wir können uns weiter mit den Leuten hier beschäftigen. Hi there. Ja, genau, für 53.000 neues Rezept. Die sind wirklich gut, muss man zugeben. Also die sind ihr Geld auch wirklich wert, aber... Ja, ich gebe keine 53.000 jetzt aus. Ich habe zwar 130 aktuell auf dem Konto. Cappuccino, ja, hier, komm. Kriegst du. 136.000 aktuell auf der hohen Kante. Das ist sehr gut. Aber, ja, ich werde mich jetzt hier trotzdem nicht in Unkosten stürzen, wegen irgend so einem komischen Rezept. Alter, 82.000 predicted machen wir Minus. Also klar, da ist die Werbung halt noch mit dabei. Aber 82 ist ein bisschen fett. Sweet Mister, ask me cheap. Achso, wieder Furniture. Ja, ja, alles klar. So. Ach so, ja. Was wir definitiv machen. Das habe ich übrigens auch in allen Restaurants jetzt gemacht. Ich share die Tables in allen Restaurants. Außer im I Heart Cake, weil das läuft halt nicht, aber naja. Bonkers, Just Take, Copy Simulator. Für 100.000, 100. Boah, 10 Punkte in All Cuisines. Und 100 Moralpunkte für 100.000. Das ist natürlich mega geil. Also da verstehe ich auch, dass das 100.000 kostet.
So, your food, much better quality products, 9000. Okay, gucken wir uns dann gleich nochmal an, was wir an neuen Zutaten haben. Haben wir gleich hier noch jemanden. Lazzaro. So, Ingredients List. Die ist einfach mega lang, wenn ich hier mal durchscroll, also einfach durchziehe, ja, ihr seht, heftig. So, White Rush, Pike Perch, Alu Fische haben wir. Der Monte Kida Kalur, Irish Whiskey. Ich glaube, Irish Whiskey hatten wir auch schon mal. Irish Whiskey. Monkfisch, auch geil. 56. Pike Perch. Naja, immerhin ein Punkt. Ja, mache ich allerdings wieder zwischen den Folgen. Das ist immer sehr, sehr arg langweilig. Incredible Ingredients kaufen wir uns natürlich für 320. Ja, also wie gesagt, hier im ersten Monat werden wir es definitiv nicht schaffen. Minus 80.000. Greetings, new company, sure. Was bietet er uns jetzt? Oder was holt er uns? Watermelon, shredded coconut, grapefruit, coconut, coconut cream and cantaloupe. Grapefruit, das sollten wir aber schon mal haben. Grapefruit. Ja, nee, bei den Getränken hier irgendwo. Genau, hier. Hier könnte irgendwo Grapefruit dabei sein. Pineapple, Pineapple. Mandarine, Grenadine. Pineapple, Pineapple. Haben wir nichts mit Grapefruit? Ich hätte schwören können, dass wir Grapefruit schon hatten. Hier Watermelon, Slush. Ground Cinnamon. Echt, wir haben keinen. Ne, Grenadine haben wir hier. Gut, bei den Tees wird es nicht dabei sein. Echt, haben wir keinen Grapefruit irgendwo? Mal hier in die Puddings gehen. Was? Achso, ja, 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 alles gut. Ne. Nee. Okay, das ist das gleiche. Apple. Nee, sieht nicht so aus. Ich hätte spüren können, dass wir irgendwo mal Grapefruit hatten. Was ist das hier? Kiwi, Mango, Strawberries. Lemon, da. Peach. Nee, naja, gut, okay. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Wäre nicht das erste Mal. Mr. Fuzzy Head schon wieder. I came whether interested in purchasing. Journal late. Achso, der verkauft uns wieder ein Buch. Für 20.000 his service skills. Recent person, delicious recipe. Was hat sie denn? German Cheesecake. Ja. 22. Ja, machen wir mal. Machen wir mal. Ich hoffe, dass wir den da oben pushen können. Auf 3 Sterne. Ach nee, kriegen wir nicht hoch. Doch, haben wir sogar schon auf 3 Sterne. Sehr gut. 64. Schön. Und ist genau das letzte freie Rezept noch. Sehr gut. Und für 22.000 fand ich so einen akzeptablen Preis. Staff Service, okay. Sie will mir wieder irgendein Buch verkaufen. Nee. Das würde ich gerne ausschalten, dass ich halt diese Buchangebote nicht haben will. Denn da ist eigentlich nichts dabei, was mich interessiert. Hello. It's prepared in a special way. Okay. Das würde ich gerne auch ausschalten. Dass mir Leute Tipps geben wollen, wie ich meine Rezepte besser koche. Buenos dias. You do not want to sell me iced espresso. Oh, 15.000. Ja, komm hier. Kriegst du, meine Liebe. Wie sieht's denn aus im Delias Aqua? 27%. Ich finde es wirklich sehr übertrieben. Ich finde es auch fast zu viel schon. Vielleicht werde ich da mal ein bisschen ausmisten.
So, your food isn't bad für 15.000 Supplier. Alles klar, machen wir. The Western irgendwas. Der gibt uns... Ach, endlich Mussels. Whitefish, Salmon, Prawns, Oyster, Mussels. Alter Schwede. Caviar. Oh, ein Chefkoch, ein dicker Koch. Hallo. Ja. Chefköche nehme ich immer sehr gerne an. So, Tom Pool. Sagt mir irgendwas der Name. Der kann nur in richtigen Restaurants kochen. Dann schicken wir ihn ins Tresatable. Ja. Amola Torta war der, ne? Ja. So, switch bitte ins Tresatable. Pool, der ist hier, glaube ich, auch mit dabei, kann das sein? Tom Pool, tatsächlich, auf Platz 3. Da ist er. Der Tom. So, sehr gut. Good day, Swabian Gugelhüpf, realize asking. Nee, für 3.800 verkaufe ich das nicht. So ein bisschen wenig. Gut.